Man hat in letzter Zeit nicht viel von David Hyde Pierce gesehen und das ist Absicht. Der Frasier-Star hat einige überraschende Gründe für seine Entscheidung, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Während Frasier von 1993 bis 2004 auf Sendung war, hielt sich David Hyde Pierce zwischen den Staffeln mit Auftritten in Filmen wie der Kultkomödie Wet Hot American Summer und Oliver Stones Nixon über Wasser. Der Schauspieler wurde jedoch schnell durch seine Arbeit als Synchronsprecher bekannt, die 1998 mit dem Pixar-Zeichentrickfilm Das große Krabbeln begann. What's the point of going out there? They'll only laugh at me. That's because you're a clown! Nach Das große Krabbeln wurde Pierce immer häufiger als Synchronsprecher eingesetzt, unter anderem in Filmen wie Osmosis Jones und Der Schatzplanet. In Der Schatzplanet, dem Disney-Film aus dem Jahr 2002, der auf dem Buch Die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson basiert, spielte Pierce die Rolle des anthropomorphen Astronomen Dr. Delbert Doppler, eine Rolle, die dem Schauspieler nach eigenen Angaben auf den Leib geschrieben wurde. Diese frühe Synchronarbeit von Pierce sollte jedoch auch eine Seite der Schauspielers zeigen, die unter den aufstrebenden Stars in Hollywood ungewöhnlich war. Für Guillermo del Toros Film Hellboy aus dem Jahr 2004 wurde Pierce angeheuert, um der Figur Abe Sapien seine Stimme zu leihen, die in der Realverfilmung von Doug Jones, einem häufigen Mitarbeiter del Toros, gesprochen wurde. Aus Respekt vor Jones, der die Figur später in der Fortsetzung Hellboy, die Goldene Armee von 2008 sowie in zwei Zeichentrickfilmen verkörperte, wurde der bekanntere Pierce für seine Arbeit in dem Film nicht genannt. Mit dem Erfolg von Frasier wuchs auch das Interesse am Privatleben von David Hyde Pierce, das während der gesamten Laufzeit der NBC-Sitcom weitgehend privat blieb. Als er in einem frühen Interview mit TV Guide zu seinem Liebesleben befragt wurde, antwortete Pierce ausweichend, was zu Spekulationen über die Sexualität des Schauspielers führte. Später, im Jahr 2007, gab Pierce sein Coming-out bekannt und bestätigte seine Beziehung mit dem Autor und Produzenten Brian Hargrove. Wie Pierce später erklärte, war seine Sexualität sogar für ihn selbst eine Überraschung, als er dem People Magazine sagte: "Wir wussten damals nicht, dass beide von uns schwul waren und wir hingen einfach als beste Freunde herum. Das ging über viele Monate so weiter. Schließlich haben wir es herausgefunden." Pierce und Hargrove heirateten im Oktober 2008 in Kalifornien, kurz bevor die gleichgeschlechtliche Ehe im Jahr 2009 in diesem Bundesstaat verboten wurde, wogegen sich der Schauspieler später aussprach. Das Verbot wurde schließlich 2013 wieder aufgehoben. Trotz aller Schwierigkeiten, die das Leben als offen schwuler Schauspieler in den frühen 2000er Jahren noch mit sich brachte, war Pierce stolz auf seine Entscheidung, Hargrove zu heiraten. Und die beiden sind bis heute zusammen. Nicht lange nach dem Ende von Frasier wandte sich David Hyde Pierce von Film und Fernsehen ab und einer neuen Liebe zu, dem Musiktheater. Der Schauspieler schloss sich 2005 der Originalbesetzung von Eric Idles Spamalot an, einem Musical, das auf dem Kultfilmklassiker Der Ritter der Kokosnuss von 1945 basiert. Zu Pierces Mitstreitern gehörten Tim Curry, Sarah Ramirez und Hank Azzara, wobei Pierce in der Rolle des Sir Robin sowohl in der Originalproduktion in Chicago als auch am Broadway in die Fußstapfen des Schöpfers des Musicals trat. Ein Jahr später blieb David Hyde Pierce am Broadway und spielte die Hauptrolle in dem Musical Curtains, das von Rupert Holmes geschrieben und von John Kander vertont wurde. In dem Musical spielt Pierce einen Detektiv mit Ambition auf das Musiktheater, der gerufen wird, um den Mord an einem Star in der Eröffnungsnacht ihres Stücks zu untersuchen. Die Rolle brachte Pierce einen Tony Award ein und markierte einen großen Moment in seiner Karriere, der andeutete, wie die nächsten rund 15 Jahre für den ehemaligen Frasier-Star aussehen würden. I'm in my dressing room at the Hirschfeld Theater getting ready to do a matinee of Curtains. But instead of getting ready, I'm going to sit here and answer your questions because I love you. Pierces Rolle als Hauptdarsteller von Curtains wurde von den Kritikern als eine der herausragendsten Leistungen der Show hervorgehoben. Die Kritiker hoben auch Pierces komödiantische Stärken hervor, sowie seine Chemie mit seinen Co-Stars, zu denen Deborah Monk und der ehemalige Frasier-Darsteller Edward Hibbert gehörten. Während David Hyde Pierces Stern auf den Bühnen des Broadway aufging, wurde der Schauspieler für seine Karriere auf den großen und kleinen Bildschirmen immer weniger bekannt. Pierce war immer noch häufig im Fernsehen zu sehen, wo er im Laufe der Jahre Stimmen für Die Simpsons beisteuerte und 1995, während der Blütezeit von Frasier, sogar Gastgeber von Saturday Night Live war. Seine Filmkarriere stagnierte jedoch über ein Jahrzehnt lang.
Pierces letzter Filmauftritt, bevor er sich von der Leinwand zurückzog, war 2010, als er in dem Thriller The Perfect Host mitspielte. In dem Film spielt Pierce Warwick, ein Mann, der sich darauf vorbereitet, eine Dinnerparty auszurichten, als ein Flüchtling, gespielt von Clayne Crawford, in sein Haus einbricht. Obwohl es zunächst so aussieht, als würde Pierces Figur zur Geisel dieses gefährlichen Verbrechers werden, wendet sich das Blatt schnell und ein noch größerer Schrecken beginnt sich für Crawfords Figur zu entfalten. Leider war der Film bei den Kritikern nicht sehr beliebt, obwohl Pierce für seine intensive und exzentrische Darstellung gelobt wurde. Die New York Times lobte Pierces Leistung, kritisierte aber die Darstellung seiner Figur und die vielen unsinnigen Wendungen, die der Film enthielt. Konga! Eine der denkwürdigeren Filmrollen von David Hyde Pierce war die Komödie Wet Hot American Summer aus dem Jahr 2001, in der ein Ensemble von Komödiendarstellern mitwirkte. Der Film, der die Sexkomödien der 80er Jahre auf die Schippe nimmt, dreht sich um den letzten Tag im Ferienlager. Pierce spielt einen Professor, der in der Nähe wohnt und sich bereit erklärt, die Camper in Astrophysik zu unterrichten. Obwohl der Film von Kritikern negativ bewertet wurde, entwickelte er sich zu einem Kultklassiker. Obwohl er sicherlich nicht der erfolgreiche Komödien-Blockbuster war, den Pierce erwartet hatte. Er kehrte für die Netflix-Prequel-Serie Wet Hot American Summer – First Day of Camp zurück. Pierces Rolle in der Vorgängerserie war viel kleiner, aber er lieferte trotzdem eine umwerfende Leistung ab. In der Netflix-Fortsetzungsserie Wet Hot American Summer – 10 Years Later aus dem Jahr 2017 schrumpfte Pierces Rolle noch mehr, wo er einen Cameo-Auftritt über einen Skype-Videoanruf hatte. Wie Regisseur David Wayne gegenüber Vulture beschrieb, konnte Pierce aufgrund von Terminkonflikten nicht in die Serie zurückkehren. Also entschied man sich, seinen aus der Ferne gefilmten Auftritt so augenzwinkernd wie möglich zu gestalten. Ich hoffe, das war okay. Let me know if you want to do it again and good luck with the rest of the shoot. Während seine Fernseh- und Filmrollen mit der Zeit seltener wurden, setzte David Hyde Pierce seinen Erfolg im Musiktheater bis in die 2010er Jahre fort. Von 2010 bis 2011 spielte Pierce die Hauptrolle in einer Wiederaufnahme von La Bête im Londoner West End und blieb bei der Show, bis sie an den Broadway gebracht wurde. Bald darauf wechselte der Schauspieler die Rolle und gab 2011 sein Regiedebüt im George Street Playhouse in New Jersey. It Should Have Been You, ein Musical, das von Pierces Ehemann Brian Hargrove geschrieben wurde. Das Stück, das 2015 am Broadway aufgeführt wurde, zeigt Tyne Daly in der Rolle einer jüdischen Mutter, die der Hochzeit ihrer Tochter beiwohnt und wurde bei seiner Premiere 2011 von Theaterkritikern für seinen Humor und seine musikalischen Hommagen an die Broadway-Tradition gelobt. Später führte Pierce Regie bei einer Off-Broadway-Produktion von Ripcord für den Manhattan Theater Club im Jahr 2015, die für den Humor und der Sitcom-artigen Ton der Show ähnlich gelobt wurde. Nach einigen Jahren, in denen er hinter den Kulissen spielte, kehrte David Hyde Pierce 2017 in einer Neuauflage des beliebten Musicals Hello Dolly auf die Hauptbühne zurück. Bette Midler spielte die Titelrolle, während Pierce in der Rolle des Horace Vandergelder mitspielte, dem unglücklichen Witwer, den Midlers Dolly unbedingt umwerben will. Die Vorpremiere der Show fand im März 2017 statt und Pierce spielte die Rolle bis Januar 2018. Die Wiederaufnahme des Stücks war ein voller Erfolg und Midler und Pierce wurden von den Kritikern gelobt. In der Kritik des Hollywood Reporter hieß es: In ihren wunderbaren gemeinsamen Szenen sprühen die Funken zwischen Midler und Pierce, was dazu beiträgt, die Unvermeidlichkeit ihrer glücklichen Verbindung zu vermitteln. Im Jahr 2020 sah sich die ganze Welt mit der Covid-19-Pandemie konfrontiert, die die Unterhaltungsindustrie von den Filmsets bis zu den Broadway-Bühnen lahmlegte. Für viele im Showbusiness ging es um alles oder nichts, so auch für David Hyde Pierce, der mit seinem Ehemann Brian den Lockdown verbrachte. Obwohl Pierce schon früher in seinem Leben Trauer erlebt hatte, war Covid eine weitere ernüchternde Erinnerung für ihn, wie er später gegenüber The Guardian erklärte. Inmitten kolossal schrecklicher Dinge wie der Pandemie oder dem Krieg wird man auch noch daran erinnert, wie dringend wir das brauchen, was uns am Leben hält. I wasn't designed to combat a virus. Read my label. In gewisser Weise brachte die Pandemie Pierce eine größere Wertschätzung für seinen Lebenspartner und gab ihm Zeit, über den Tod seiner eigenen Eltern nachzudenken. Diese Reflexion veranlasste Pierce auch dazu, sich seiner Vergangenheit zu stellen, indem er sich aus der Ferne mit seinen ehemaligen Frasier-Kollegen traf, um Geld für The Actors Fund zu sammeln.
Im Jahr 2022 kehrte David Hyde Pierce endlich ins Fernsehen zurück und spielte die Hauptrolle in Julia, einer HBO Max Dramaserie über das Leben der Fernsehköchin Julia Child. Pierce spielte die Rolle von Paul Child, Julias Ehemann, der ihren Ambitionen, eine berühmte Köchin zu werden, skeptisch gegenübersteht. Die Rolle fühlte sich für Pierce persönlich an, da er Pauls Gefühl der Hingabe zu seiner Frau aufgrund seiner eigenen Beziehung nachvollziehen konnte. To Julia and her Michelin chicken. Die Rolle wäre jedoch nicht zustande gekommen, wenn die Sterne während der Pandemie nicht günstig gestanden hätten. Pierce hatte ursprünglich vorgehabt, die Show zu machen, bevor sich eine Gelegenheit am Broadway ergab. Und Tom Hollander wurde daraufhin für die Rolle besetzt. Doch 3 Tage nach Beginn der Dreharbeiten wurde Julia wegen der Covid-19-Pandemie abgesetzt und Hollander verließ die Produktion während der Pause. Da sein eigenes Musical pausierte, trat Pierce als Ersatz in die Besetzung ein. Mehr als ein Jahrzehnt nach David Hyde Pierces letzten Auftritt auf der Kinoleinwand soll er 2023 in The Georgetown Project auftreten. In dem Film spielt Russell Crowe einen Schauspieler, dessen Leben aus den Fugen gerät, während er einen Horrorfilm dreht und seine Tochter, gespielt von Ryan Simpkins, wieder trifft. Der Film wurde komplett vor dem Lockdown gedreht und im Dezember 2019 fertiggestellt, wurde aber aus unbekannten Gründen noch nicht veröffentlicht. Zuletzt war die Premiere für den 30. November 2023 geplant, aber das Fehlen eines Trailers bedeutet, dass sich die Ankunft des Filmes möglicherweise verzögern könnte, so wie es bei vielen anderen Filmen im Zuge des SAG-AFTRA-Streiks der Fall war. Hoffentlich kommt der Film irgendwann in die Kinos und David Hyde Pierce kann sich an der Promotion beteiligen, denn es wäre interessant, von dem Schauspieler zu erfahren, warum er sich nach all der Zeit für eine Rückkehr zur Filmschauspielerei entschieden hat. Es ist fast 20 Jahre her, dass die Serie Frasier nach 11 Staffeln auf NBC zu Ende ging und David Hyde Pierce Karriere über das Fernsehen hinaus zum Broadway-Star machte. Leider lehnte Pierce jedoch die Möglichkeit ab, zu der Serie zurückzukehren, die ihn zu einem bekannten Namen machte. Das Reboot von Frasier, in dem Kelsey Grammer in die Titelrolle zurückkehrt, wird im Oktober 2023 auf Paramount Plus ausgestrahlt. Doch Pierce ist weder daran beteiligt, noch hat er Pläne, in absehbarer Zeit in die Rolle des Niles Crane zurückzukehren. Wie Grammer gegenüber People erklärte, David hat im Grunde genommen beschlossen, dass er nicht wirklich daran interessiert ist, die Rolle des Niles zu wiederholen. Dies veranlasste die Macher des Revivals dazu, Niles' Sohn, gespielt von Anders Keith, der passenderweise David heißt, in die Serie zu integrieren. Pierce hat in der Vergangenheit offen über seine Überlegungen gesprochen, in die Rolle des Niles zurückzukehren, sich aber nie auf etwas festgelegt. Vielleicht ändert sich seine Sichtweise und der Schauspieler wird in zukünftigen Staffeln des Reboots einen Gastauftritt haben. Frasier, I have a very sore head and a crackerjack lawyer, so don't crowd me. Im Moment ist die einzige Sache, die David Hyde Pierce von mehr Arbeit in Hollywood abhält, sein eigener Ehrgeiz, nur Rollen anzunehmen, die ihn ansprechen.